So Leute, herzlich willkommen zurück zu FSX. Jetzt zeige ich euch noch den versprochenen Nachtflug. Ich will auch noch mal kurz nach München. Und ja, weil ich das einfach gut kenne und ich da die Karten nicht für aufmachen muss, weil sonst die Aufnahme spackt. Und ja genau, die Autopiloten wollten wir noch ausprobieren. So, zack, ein bisschen rauszoomen, weil sonst komme ich nicht an die richtigen Tasten. Okay, Generator ist an. Ja, so sieht das aus, wenn man gerade gestartet ist. Avionics Master Switch ist an. Und Batterie ist an, okay. Eben genau, so steht er dann da. Rotating Beacon ist an. Und die Triebwerke laufen und die Elektronik ist an, sonst gar nichts. Das reicht ja auch schon. Boah, was ist denn mit dieser Kamera los? Das ist so schrecklich. Wow, was war das? Learjet, okay. Ja gut, dann machen wir das ganze Licht an. Rotating ist an. Dann Panel Lights. Ne, Quatsch, die Recognition Lights, das sind die Panel Lights. Und die Navigation Lights. So. Na, sieht das nicht geil aus? Hier alles schön grün beleuchtet. Ist eine beruhigende Farbe, finde ich. Gefällt mir. Das ist sicher angenehm zu sehen. Wenn es überall rot ist, so wie in der F15, das geht einem sicher genau auf die Nerven. Kann den Stick kurz ausblenden. Hier, so sieht das hier aus. Ja, die Pedale bewegt sich natürlich auch mit. So, dann schalten wir mal die ganzen Multifunktionsdisplays an. Wir brauchen einmal Fuel. Und Engine schaltet auch nie. Dann, wir können hier zum Beispiel, wenn wir auf Waypoint gehen, dann geht automatisch auch hier das GPS an. Zack. So, GPS ist am Start. Waypoint brauchen wir aber gerade nicht. Da könnt ihr mal was sehen, zum Beispiel, wenn ich hier jetzt beim Autopiloten, zack, Heading einstelle. Seht ihr? Der rote Kreisel, der bewegt sich damit. So, ich stelle jetzt mal auf, einfach mal auf Süden ein. Oder, ja komm, machen wir normal 360 Grad. Oder 0 Grad, je nachdem. Zack, im Norden, oder? Wieso ist das Ding jetzt weg? Ah, okay, das ist noch da. Das heißt, nur dahinter versteckt. Okay, so 360 Grad. Oder 0 ist ja dasselbe eigentlich. Dann Geschwindigkeit, Knoten. Oh, hoppla, ein bisschen viel. Ja, kann man mal so. Obwohl, warum nicht? Mach 8. Gut ist. 0,8, mach 8. Ja, ist ein bisschen übertrieben viel. Dann Fuß. Ja, das kann man leider so blöd einstellen. Da müssen wir leider nochmal kurz durch. Stelle ich nochmal auf 30.000 Fuß. Ansprechende Höhe. Dann können wir später noch die Steigrate einstellen. Ich schätze mal, wir machen das so auf 2000 Fuß pro Minute. Weil es dauert ja sonst ewig. Da muss ich eh schon in der Nähe von 3000 Fuß sein, um euch den Autopiloten zu zeigen, weil sonst dauert das ja ewig. Zack. Das Ding auf 2000 Fuß pro Minute. Dann ist das eingestellt. Ich frage mich, warum Autofahrt nicht hier nicht leuchtet. Vielleicht ist es ja erst, wenn ich in der Luft den Autopiloten aktiviert habe. Aber ja, gut. So, HUD ist an. Ne, HUD ist noch nicht an. Zack. Fixed. So haben wir es gerne. Stick wieder einblenden. So. Ausschlagkontrolle. Passt. Und das macht auch der. Ah, ne, stimmt. Ich bin ja auch. Ich habe keine Clean-Geschichte. Ich will mein Zeug dran haben. Zack. Erste Priority, so wie es gehört. Gehen wir zurück auf die Fuel Page. Jetzt haben wir wieder ordentlich was runterhängen. Eine ordentliche Waffenladung. Dann können wir noch die Landing Lights einschalten. Oder Taxi Light heißt das hier. Hüpp. Normalerweise ist es ein fetter Lichtstrahl. Man sieht hier gar nichts, außer so ein bisschen leuchten. Ich glaube, das ist ein bisschen buggy gerade. Ja, gut. Dann können wir uns gleich mal beim Tower melden und sagen: Boy, wir wollen los. Departing straight out. Ein bisschen kleiner, pack es da oben hin. Ja genau, das ist hier dieses, man muss ja, da steht ja Acknowledge XY, man muss bestimmte Sachen immer wiederholen, die vom Tower durchgegeben werden, nämlich Frequenzen, Steuerkurse, Geschwindigkeits- und Höhenangaben, aktive Runways zum Landen oder Starten,
Und dann ebenfalls noch Genehmigungen sowie ja, Landing Clearance, Takeoff Clearance und so weiter. Das muss dann wortwörtlich wiederholt werden. So, dann Lechfeld Tower. VFR Clearance. Ja, das ist halt auch komisch. VFR bedeutet Visual Flight Rules, also Sichtflugregeln. Die gelten nur tagsüber. Also, das ist ganz komisch, dass wir das jetzt auch haben. Vielleicht ist es halt nur auf der Runway, weil die beleuchtet ist, aber selbst das kann ich mir schwer vorstellen. Na egal, wir wollen hier raus, also. Alles klar. Okay, so, dann kann es auch schon losgehen. Also, von der äußeren Perspektive habe ich es ja letztens schon gezeigt. Also, hier ist jetzt alles eingestellt, alle Lichter sind dann hier überhaupt. Dann jetzt ganz normal aus dem Cockpit so beschleunigen. Dann lasse ich erst die Bremse los. Dass wir ein bisschen Power schon haben. Ich meine, wir sind noch nicht im Nachbrennerbetrieb, sollte es zumindest noch nicht sein. So, zack. Boah, Fuel Flow ist halt gigantisch. So, ab 150 kann man hochziehen. Jetzt, ja, da hat es gerade grün geleuchtet, meine ich. 10 Grad Steigung. So 81% Drehzahl, wie es aussieht. Alles klar. So, und dann München ist von hier aus im Westen, meine ich, weil München ist allgemein im Westen, völlig egal von wo aus, doch von hier aus auf jeden Fall. So, das ist dann, oder? Ne, Quatsch, ist östlich von hier aus, also muss ich jetzt auf 90 Grad. So, mal meine Linkskurve, es geht wahrscheinlich schneller. Ihr seht es, die G erhöht sich jetzt auch. Je stärker ich drehe, ist 3,1 G. Wenn ich noch stärker drehe, 4. Aber wir sind schon da, also ausrollen. 0,8 G, ja, da war ein bisschen leichter als sonst. So, ein bisschen trimmen das Ding. Sonst fällt er jetzt hier die ganze Zeit. So, mal gucken. Jetzt habe ich hier Fuel Flow von insgesamt 2714. Wenn ich das Ding jetzt dahin bringe, sind es 6000, 5 steigend auf 7000 circa. Wenn ich es von diesem Kontakt hier wegnehme, von diesem Nocken in der Mitte von meinem Throttle, dann werden es gleich weniger. Okay, ich glaube, das ist sogar schon eine Nachbrennermodus. Ich bin nicht sicher. Jetzt ist es 62%. Ja, gut. So. Jurik Tower. Wir sind wahrscheinlich in der Gegend. Hier ist mein Nearest Airports. So, wo ist denn hier München? Augsburg sehe ich, aber kein München. Bin ich schon vorbei oder? Lechfeld, Fürstenfeldburg. Nö, ich denke, das kommt noch. Wir können es ja einfach ein bisschen umschauen. Haben wir umsonst ein Glascockpit, ob wir vielleicht die Allianz Arena sehen. Da können wir uns schon dran orientieren, wo es ungefähr sein könnte. Also wir fliegen auf jeden Fall richtig. Da ist die Alpen im Süden. Da ist ein Airbus. Und das hier, keine Ahnung, ist das hier schon München? Ja, das ist da bestimmt nicht, das ist eine einzige Runway. München hat zwei. Ja, es hat alles ein bisschen Texturmatsch da unten. Aber wir finden uns sicher schon zurecht. So, Airbus Farther Away, Munich, Nummer 6. Green Tower. Wir wollen Full Stop Landing. Oder Touch and Go. Machen wir mal ein Touch and Go. Ich habe euch vorher mit dem Bremsschirm schon alles gezeigt, also Touch and Go. Wir sind 26 Meilen südwestlich von dem. Okay. Runway 8 right, okay. 26 Meilen weg. Ich
frag mal zur Sicherheit nach, wo das Ding ist. So, Airport Direction. Okay, von mir aus auf 9 Uhr, 22 Meilen. Oh, da war schon fast der G-Lock am Start. Okay, irgendwo da vorne müsste es dann sein. Ja, da rechts ist die Allianz Arena. So, fangen wir nochmal nach. Airport Direction 3. Ich glaube, ich muss noch weiter nach links. Ah, da eventuell? Nee. Ah, okay, passt. 1 o'clock. Also vorne rechts. Noch 18 Meilen entfernt. Und wir haben die Erlaubnis für Runway 8 Right. So, was das bedeutet, habe ich, glaube ich, im letzten Video schon erklärt. Hoffe ich zumindest. Ja. So. Ja, hier kann man schön ein bisschen umsehen. Ist das das Baseballstadion? Ne, ist einfach so ein. Ja, ist auch was wie ein Fußballstadion. Mit so einem Ring noch außenrum. Mit so 400 Meter, so eine 400 Meter Aschebahn. So, die Runway dort ist auf 8 Grad ausgerichtet. Das heißt, ich müsste dann gleich hier noch abbiegen. Schauen, das müsste der hier sein. Yep. Ah, okay, dann bin ich ja schon im richtigen Anflug. Dann nehme ich mal Speed raus. Fahre die Airbrake raus. Jetzt ist, wenn ich abbremse, geht die Kamera so ein bisschen vor. Wenn ich Gas gebe, geht sie zurück. Ja, genau, da vorne, die rechte. Da müssen wir hin. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Habe ich das schon mal aufgenommen? Oder. Ja, ich glaube, ich bin ja hier tagsüber schon gelandet. Das habe ich alles schon mal erzählt, meine ich. So, ich gebe ein bisschen mehr Speed. Können wir da gleich mal schön Anflug starten. Landing Gear raus. Hat es schon mal gezeigt. Jetzt hier. Jetzt ist es unten. Drei grüne Lichter. Jetzt fahre ich hoch. Da müssen drei rote erscheinen. Zack. Jetzt ist wieder runter. Jetzt ist unten und arretiert. Passt. So. Gute Anfluggeschwindigkeit. Approach Speed sollte ja 225 Knoten sein. Laut Checkliste. So sieht das Ganze von außen aus. Aus der Perspektive Tower. Alles klar. Wir haben die Erlaubnis für ein Touch-and-Go-Manöver. Also wir berühren kurz die Runway und dann starten wir sofort wieder durch. Das heißt, wir landen nicht. Weil wir bleiben nicht stehen, besser gesagt. Speed stimmt immer noch. Ich bin aber viel zu hoch. Dann lass uns mal ein bisschen fallen. Radar Altitude sind noch 1000 Fuß. Hier seht ihr es. Das ist die Radarhöhe, also die, ja, die tatsächliche Höhe zum Boden. Und ein bisschen zu tief. So, jetzt können wir Speed wieder wegnehmen. Wir brauchen ja 150 Knoten circa. Oh, viel zu hoch. Aber es kann uns ja eigentlich egal sein, wir wollen nur ein Touch-and-Go-Manöver machen. So, 59, das sollte passen. So, Nase lassen wir gar nicht erst runter. Zack. Und starten wir direkt wieder durch. So ist es vom Tower aus. Kurz die Waffenladung demonstrieren. Und wegziehen. Jawohl, das sah auch geil aus. Schöne saubere Kurve. Aber wir wollen mal Speed rausnehmen. Ja, da habt ihr es gerade gesehen. Im Prozent, die Drehzahl oben. Ich gebe mal vollen Schub mit Nachbrenner. Ob das dann auf 100% bleibt oder sogar darüber hinaus geht. Ihr seht, Nachbrenner ist an.
Hä? Ich war auch schon da, Bro. Aber okay, danke dir. So, da ist Overspeed-Ansage. Die Kamera dreht wieder durch. Ah, hier, ja, 102% sind es jetzt sogar. So, ja. Mach 1,7. Ich habe übrigens ausgestellt, dass der Flieger Schaden nimmt bei Overspeed. Hoffe ich zumindest, dass ich das erledigt habe. Wollen wir mal schauen, wie schnell der werden kann. Obwohl wir sind jetzt hier ja nicht sehr hoch. Gehen wir mal hoch. Zack. Volle Kanone hochziehen. Vertical. Vertical Takeoff. The altimeter is set incorrectly to complete his action press. Steuerung mit was? H? Achso. Ja, da dreht der künstliche Horizont durch. Ja, ihr seht, wir verlieren jetzt Geschwindigkeit. So. Boah, sieht das fett aus. So, in der Höhe müsste die Schallgeschwindigkeit eigentlich schneller erreicht werden, beziehungsweise eine größere sein. Aber irgendwie sind wir jetzt... Ich glaube, ich muss nochmal resetten, nochmal kurz zurück. Wieder vor den Schubhebel. Ja, der ist total langsam jetzt, das ist voll seltsam. Weil die Luftdichte ist ja geringer. Na gut, ist vielleicht nicht ganz so akkurat. Gucken, Steuerung H. Das war was? Ja, das war was anderes. Aber gut. Ja, jetzt können wir mal den, Autopiloten ausprobieren. Gehen wir erstmal so in die Nähe von dem gewünschten Ziel. Also wir sind jetzt auf... Okay, ja, wir sollten ein bisschen tiefer. Wir sind jetzt schon auf 40.000 Fuß bald. Schau mal da oben, da ist der Himmel schon schwarz, nicht mehr blau. Das ist richtig genial, weil wir schon so hoch sind. Ja, man hat hier schon eine ordentliche Aussicht aus dem Eurofighter. Und schön die Waffenladung demonstrieren. Mögliche Angreifer abzuschrecken. Ist ein richtig, richtig geiles Flugzeug, wenn ihr mich fragt. So. Wow. Da fliegt auch einer, ziemlich nah an uns dran. Ja, die glauben immer noch, dass ich da in der Nähe bin. Die meinen die Eurofighter Typhoon on Final. Aber wir sind ja eigentlich gar nicht mehr da. Und ihr seht's mal, das ist auch in echt so, habe ich mir sagen lassen. Wenn man jetzt hier fliegt und den Stick nur ganz leicht nach vorne drückt, ihr seht's, die G-Anzeige hier, da ist man sehr schnell schwerelos in so Jets, weil man sehr schnell fliegt. Das reagiert ziemlich empfindlich. Zack. Das ist schon bei negativen G. So, zack. Und schon würden hier Sachen rumschweben. Beziehungsweise man selber würde aus dem Sitz rausschweben, wenn man nicht angeschnallt wäre. Ja gut. Geht's jetzt mit Speed? Auch nicht so wirklich. Na egal. Also. Wir wollen gern 360 Grad. Das heißt ja, okay, wir können eigentlich so bleiben schon. Ich gehe noch ein bisschen tiefer. Ich weiß gar nicht, ob der die Radarhöhe oder die barometrische Höhe nimmt, der Autopilot. Das wäre interessant zu wissen. Können wir ja gleich mal sehen. Jetzt bin ich mit beiden unterhalb. Ich soll hier mit 1900 Fuß pro Minute starten. Ja, das hat sich alles wieder verstellt. Ah, vielleicht weil ich kurz hier Heading und so Heading Hold eingestellt habe. Ah, vielleicht hätte er die automatisch die gerade aktuelle Höhe, ja, oder den Steuerkurs, wenn ich hier auf Heading Hold drücke. Na, mal gucken. Hier kann ich es nur einstellen. Dann sagen wir mal hier 360 Grad, wie vorher auch geplant. Zack, da stellen wir auch mal richtig ein. Na komm, mach 0,8 wollten wir. Speed, ja, kann so bleiben. Das ist ja schon. So, dann.
Autopilot an. Geht das schon? Nee, noch nicht. Ich glaube, ich muss, bevor ich das mache, erstmal hier das einstellen. Heading Hold, Altitude Hold und Speed Hold. Dann Nav GPS Mode Switch. Ah, hier, das hier. Oder? Ist das Nav GPS? Nee. Ich glaube, das macht er jetzt schon. Jetzt Autopilot. Okay, jetzt steigt er auf jeden Fall schon mal. Er fliegt in die richtige Richtung. Und jetzt Autothrottle, geht das jetzt vielleicht an? Nö, der geht gar nicht an. Schade. Da muss ich hier wohl einfach selber einstellen. Mal gucken, wenigstens der Höhe. Dann erhöht er das auch. Okay, das ist interessant. Bleiben wir mal im Unterschallbereich. In Deutschland ist Überschallflug verboten. Ja, ist ja ein bisschen arg an der Grenze zu Subsonic. Dann machen wir Mach 0,95. Das geht klar. Es gibt, glaube ich, auch Passagierjets, die so schnell werden. So, dann seht ihr es. Steuerkurs war 360 Grad eingegeben. Da geht er jetzt langsam hin. Hier bei 0 Grad. Geschwindigkeit Mach 0,95. Sollte er langsam senken jetzt. Wir können dann mal die Steigrate erhöhen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Sagen wir 5000 Fuß pro Minute. Zack, schon geht er richtig hoch. 2200 Fuß eingestellt hier. Warum das? Da machen wir mal viel mehr raus. Hä? 0 Fuß? Wieso hat es das jetzt verstellt? Machen wir mal. Zack. Wieder auf 30.000 hoch, so wie ich das vorher gemacht habe. Machen wir eine ordentliche Steigrate. Ich glaube, es resettet sich, wenn er merkt, dass er irgendwie zu steil wird. Schauen wir gleich mal. Ja. Höhe steigt. Der Kurs stimmt schon mal. 360. Geschwindigkeit hält er auch ungefähr. Aber in Knoten stimmt hier nicht. Das ist total seltsam. Das verstehe ich jetzt nicht. Was der Unterschied ist zwischen Mach Speed und. Weil ich habe hier eingestellt 547 Knoten. Aber auf jeden Fall steigt er schon mal auf Höhe. Das ganz von alleine. Ihr seht, wenn ich am Stick wackele jetzt, links, rechts, hoch, runter, da bewegen sich die Ruder nicht mehr viel. Ja, erstmal fetter Bug und so. Ihr seht es hier, hoch, runter, rechts, links, dann ist hier das Seitenruder, links, rechts, aber selbst dann lässt er sich nicht vom Kurs abbringen. Er ist jetzt auf 30 Grad, aber jetzt geht er wieder nach links und stabilisiert sich selber, wieder da, wo ich es ihm gesagt habe, jetzt ist die Steigrate wieder unten. Ja, 10.000 Fuß pro Minute, anständige Steigrate, da geht ja gar nicht mehr, 9.900 ist das Maximum. Ja, aber, boy, du bist doch jetzt schon viel zu weit drüber, 30.000 Fuß sind doch erreicht. Und der steigt immer weiter, was ist denn da los? Aber, okay, jetzt sinkt er, hier seht ihr es langsam. Da ist 0, Level Wings, hier steigt er, dort sinkt er. Ich glaube, jetzt geht er gleich langsam runter. Ich kann mal kurz hier Mach Speed verstellen. Hier mal 500 Knoten glatt. Ich glaube, der kollidiert auch ein Parameter nach dem anderen. Also erst den Kurs, dann die Geschwindigkeit, dann die Höhe. Jetzt sinkt er auf jeden Fall. Deutlich, ja. Schauen wir mal, wo er dann am Ende landet. So. Ich kann hier, glaube ich, auch am Schub rummachen, wie ich will. Ja. Schub ist jetzt komplett vorne.
jetzt komplett hinten. Das ist völlig egal. Der Autopilot steuert die Spritzzufuhr. So, ihr seht's. Schub ist komplett vorne, komplett hinten. An der Düsen, Düsenposition ändert sich auch nichts. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind hier die ganze Zeit nach Norden geflogen. Nearest Airborne List. Boah, kenne ich hier irgendwas? Dinkelsbühl, das hört man immer wieder mal im Radio. Boah, Leute, wo sind die? Oh Gott. Army, Niederstetten, das sieht doch gut aus. Wollen wir da mal landen? Full-Stop Landing. Wir sind südwestlich von ihnen. Ne, südwestlich, zack, zack. Also müssen wir nach Nordwest. 27 Meilen. Okay. So, ich mach mal. Ihr seht, da stabilisiert sich jetzt ungefähr. Ja, okay. So, Airport Direction mal. Wahrscheinlich auf 9 Uhr jetzt ungefähr oder 10 Uhr. Da unten fliegt noch einer, seht ihr es? Ja, 10 o'clock Uniform Eis. Alles klar, danke dir. So. Also ihr seht, langsam wird er sinkt er. Achso, ich habe hier immer noch Steigrate eingestellt. Ich muss ja eine Sinkrate einstellen jetzt dafür. Na egal, wir machen den Autopilot aus. Hoppala, nee, das war's nicht. So, da. Alles klar, also jetzt auf 10 Uhr. Ungefähr von uns sollte der Flughafen sein. Können wir gleich nochmal nachfragen. Oder vielleicht sehen wir ihn schon aus der Luft. Hier ist bisher nichts. So, nochmal Airport Direction. So, wir wollen mal sinken. Und das geht so. Schön höher bauen. Zack. 1 o'clock, 18 miles hat er gesagt. Okay, ich sehe jetzt gerade nichts, aber es muss ja nichts heißen. Seht jetzt mal, wie ich Geschwindigkeit aufgenommen habe beim Fallen. Ah, da vorne. Da müsste er sein. Jawohl, das ist er. Gut, wir haben schon gesagt, dass wir den Full-Stop Landing machen wollen. Dann sollte es ja passen. Da ist die Landebahn. Die führt, glaube ich, hier nach links. Ich weiß gar nicht, wo hat er uns die Erlaubnis gegeben? Runway 7. Red Traffic, okay. Irgendwie? Achso, ich muss das hier natürlich alles ausmachen. Damit er auch wieder, ja, verzögert. Ja, jetzt, genau. Ich habe vergessen hier, ich habe die Heading, Altitude und Speed Hold Switches noch nicht ausgemacht. Deswegen warte noch auf so einer großen Geschwindigkeit. So, ich habe jetzt Airbrake und Fahrwerk ausgefahren. Wie gehabt, für die Landung. Nach Checkliste. So, ich werde mal hier ein bisschen ausholen. Diese roten Pfeile an der Seite, ich glaube, die zeigen mir an, dass ich sinken muss. Also ich glaube, das ist ein Teil vom ILS. Jetzt bin ich wohl auf dem korrekten Gleitpfad, oder wie? Kann das sein? Oh, hoppala, ich bin auf jeden Fall viel zu langsam. Aber ihr seht, der hat krasse Langsamflugeigenschaften. Sogar bei 150 Knoten ist er noch am Start. Jetzt ist es weg. Vielleicht bin ich einfach aus der Reichweite, wenn ich jetzt weiter nach links gehe. Achte mal auf die Lichter, rechts und links vom HUD, ob die wieder auftauchen. Sieht nicht so aus. Aber gut, soll meine Sorge nicht sein.
Boah, ist aber echt nicht gut beleuchtet, ne, Jungs, eure Bahn. Ah, okay, jetzt hat es wieder im Blick. Ich muss wieder sinken. Bisschen überschossen hier. So, jetzt soll es gut sein. Was? Wieso bin ich nicht cleared to land? Was ist los mit dir, Junge? Oh boy. Oh, wo ist denn der Schirm? Boah, ich glaube, ich muss hier weg. Ah, nein. Ich bin da voll reingeballert. Ja, gut. Ja, bleib mal ruhig jetzt hier. Ja, geil. Wer stellt denn hier da so ein Ding auf? Ja, gut. Crash, Leute. Das Ding wird jetzt abstürzen.